10 Gramm von diesem natürlichen Stoff und du wirst länger gesund leben. Ich bin ja total viel im englischsprachigen YouTube-Bereich unterwegs und gucke mir auch Brian Johnson an und Huberman und so weiter, Sinclair. Und es ist total spannend, dass diese ganze Longevity-Welle jetzt von den USA nach Deutschland schwappt. Ich habe gesehen, dass gestern sogar eine ARD-Doku erschienen ist über Brian Johnson. Ich treffe den Mann, der Unsterblichkeit so nah ist wie niemand sonst auf der Welt. Tech-Millionär Brian Johnson. And so what I'm trying to do is be the first demonstration in the history of the human race to say, actually, there's a fighting chance we may, maybe we may not die. Ich frage mich, spinnt der? Oder ist die Wissenschaft der Unsterblichkeit vielleicht wirklich näher, als wir denken? Du wunderst dich wahrscheinlich, 10 Gramm von irgendeinem Stoff sollen helfen. Jeder erwartet jetzt wahrscheinlich die Wunderpille, wie bei Sinclair, oder das Supplement, wie bei Brian Johnson. Aber es muss nicht immer der fancy-mancy komische Lifestyle-Hack sein mit irgendeiner temperaturregulierten Decke und irgendwelchen Supplements, dessen Namen man halt gar nicht versteht, sondern die meisten Longevity-Hacks sind wirkliche Basics, also das, was du auf natürliche Weise richtig gut in deinen Alltag implementieren kannst. Doch wobei geht es wirklich, wenn wir darüber reden, wie man ein langes Leben haben kann? Es geht darum, dass man lange gesund ist und deshalb heißt es, dass wir Krankheiten, die Menschen immer in ihrem Leben irgendwann bekommen, möglichst weit ans Lebensende schieben. Es gibt ja einfach Sachen, die jeder Mensch irgendwann eh bekommt. Also es gibt ja zum Beispiel diese Mikrotumore in der Schilddrüse und jeder Mensch Ü80, der dann angeschaut wurde, hat diese in der Schilddrüse. Und ein weiteres Beispiel, was die Männer betrifft, ist die gutartige Prostatavergrößerung. Wir haben darüber einen Blog geschrieben und ich zeige euch mal einen ganz wichtigen Satz. Schätzungsweise tritt bei etwa der Hälfte der Männer im Alter von 50 Jahren eine gutartige Prostatavergrößerung auf. Und mit 80 Jahren sind es bereits 80%. Das heißt, irgendwann hat es jeder. Und das wollen wir natürlich hinauszögern. Ich habe das übrigens auch mal testen lassen, bin zum Urologen gegangen, habe meinen PSA-Wert bestimmen lassen und ich zeige euch das Ergebnis gleich. Ich denke immer, Vorbeugen ist die allerbeste Medizin und das, was wir wirklich tun können. Und deswegen empfehle ich langfristig in der Ernährung und in seinem Lifestyle eben Verhaltensweisen und Essverhalten zu implementieren, die wirklich vorbeugend sind und die man auch lange aufrechterhalten kann. Im Bereich Longevity gibt es viele Lifestyle-Faktoren, die wirklich relevant sind, wie Schlaf, Erholung, die Belastung durch Sport und die Ernährung. Aber jetzt geht es um etwas ganz Konkretes, wie du deine Prostatagesundheit verbessern kannst mit einem ganz natürlichen und einfachen Trick. Und das Ganze ist übrigens nicht nur für die Prostata gut, also nicht nur für Männer relevant, sondern auch für eine Blasengesundheit, also auch für alle Frauen. Es gibt eine ziemlich geniale Studie dazu und diese Studie ist auch auf unserem Blog verlinkt und den Blog findest du in der Description unter diesem Video. Es wurden über 1000 Männer über ein Jahr lang zwischen 50 und 80 Jahren alt in dieser Studie untersucht. In diesen 12 Monaten wurde den über 1000 Männern entweder Kürbiskerne gegeben, ein Placebo oder eine Kapsel mit Kürbiskernextrakt. Und das Spannende ist, dass man wirklich signifikante Ergebnisse hatte, die zeigten, dass die Kontrollgruppe, denen Kürbiskerne gegeben wurde, die besten Ergebnisse hatte in Bezug auf ihre Prostatagesundheit. Man kann also diese gutartige Prostatavergrößerung, die fast alle Männer betrifft, über 50 Jahre nämlich schon 50%, mit 80 Jahren schon 80% hinauszögern, vorbeugen und sogar entgegenwirken laut dieser Studie mit einem natürlichen Mittel wie Kürbiskern. Und dieses natürliche Mittel hatte besser funktioniert als ein Kürbiskernextrakt. Wenn du jetzt wissen willst, wie du dieses Wissen konkret für dich nutzen kannst, sage ich es dir genau jetzt. Es ist nämlich super einfach. Es wurde den Probanden 2-mal am Tag 5 Gramm Kürbiskerne gegeben. Das ist sowas wie ein Esslöffel morgens und ein Esslöffel Kürbiskerne abends. Ziemlich einfach. Es ist keine komische Pille dafür notwendig und nein, ihr solltet auch kein Supplement mit irgendwelchem Kürbiskernextrakt dafür nehmen, sondern die besten Kürbiskerne, die ihr einfach finden könnt. Am besten auch in Rohkostqualität und nicht geröstet, sondern einfach Kürbiskerne, so wie sie die Natur uns schenkt. Das Thema, dass Pflanzenstoffe im Verbund in der ganzen Pflanze besser funktionieren als nur extrahierte Supplements, habe ich auch schon mal in dem Video über Sulforaphan und Brokkoli angesprochen und das findest du hier.
Ich mache mir deswegen über einen Salat, über ein Müsli, über ein herzhaftes Essen, über Reis, über Nudeln oder was weiß ich, was ich so esse, voll gerne einfach einen Esslöffel Kürbiskerne drüber. Das war jetzt ein ganz konkretes Beispiel für das Thema Longevity, wie man eben Krankheiten möglichst nach hinten schieben kann, indem man sie natürlich vorbeugt durch eine gesunde Ernährung, in dem Fall eben durch Kürbiskerne. Und ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch das Testergebnis zeigen möchte. Und ich hatte übrigens bei Brian Johnson gesehen, dass er auch seinen PSA-Wert veröffentlicht hat. Bei mir ist das Ganze jetzt ziemlich aktuell. Das ist vor einem Monat gewesen und der PSA-Wert soll unter 4 liegen und der liegt bei mir bei 0,25 und der Urologe hat dazu nochmal geschrieben, sehr gut. Also für euch verständlich, meine Prostata hat sich nicht wesentlich vergrößert und das ist ein gutes Zeichen, weil es eben darum geht, dass sie sich nicht über die Zeit, über die gesunde Lebensspanne zu sehr vergrößert. Das war ein Beispiel für ein langes, gesundes Leben und was du konkret dafür tun kannst. Und wenn du mehr über dieses ganze Thema erfahren möchtest, mit konkreten Beispielen und was du auch in deinem Alltag sehr leicht umsetzen kannst, dann folge am besten Aho. Ich fasse nochmal zusammen. Du musst nämlich einfach nur einmal am Tag einen Esslöffel Kürbiskerne morgens oder mittags über dein Essen geben und nochmal am Tag abends zu deinem Abendessen einen Esslöffel Kürbiskerne und du tust dir damit so viel Gutes.